Ja, hallo Leute, grüß euch und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht jetzt einen Teil 2 des Dreiteilers Alalin, Fehkopf, Alphubel. Und zwar seht ihr jetzt, wie wir vom Fehjoch auf den Fehkopf aufgegangen. Wer wissen will, wie es bis dahin geht, einfach mein letztes Video verlinke ich euch oben bzw. in der Infobox. Das Alalin anschauen. So sind wir hergekommen. Und ja, Fehkopf, richtig coole Tour. Schaut zu, viel Spaß mit dem Video. An unserem Tag ist der Zustieg zum Fehgrat, wie ich ihn hier nenne, nicht ganz logisch gewesen. Der Flo und ich waren die einzigen zwei Bergsteiger, die an dem Tag vorher am Alalin gewesen sind und nachher über den Fehgrat Richtung Alphubel rübergegangen sind. Ich hoffe, dass wir runterkommen, weil die drehen alle wieder um, die gehen alle wieder zurück. Wo? Dass man wo runterkommt? Auf dem Normalweg, weil die gehen alle mit, oder ich weiß es nicht. Ja, sicher geht das. Also da unten kommt die andere Spur her. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da umkommen. Aber das geht schon. Das ist halt ein bisschen eisig, aber für das haben wir Eisgeräte dabei. Der Rest der Bergsteiger, der auf den Fehkopf aufgegangen ist, ist von der Bergstation Mittelalalin direkt zum Fehgrat gegangen. Wir haben uns einen Zustieg direkt oben über den Fels gesucht. Flo, der Eisclimber. So, und da haben wir das Platz halt gefunden, glaube ich, wo wir die Steigeisen ausziehen, oder? So, wir sind jetzt aus den Steigeisen heraus und jetzt geht's los. Geht gut, gell? Gegen Fels. So, jetzt ist Genussgraxelei da über den Bruchhaufen kommen wir her. Das war ein bisschen tricky. Da seht ihr es. Wunderschön. Ich habe mir zwar im Vorfeld Tourenbeschreibungen durchgelesen, habe mir aber nicht vorstellen können, dass die Tourenbeschreibungen wirklich stimmen. Es ist darin die Rede, dass der Fehgrat nie schwieriger wie zweiter Schwierigkeitsgrad im Klettern wird und dass es auch viel Gehgelände geben wird. Von unten schaut es definitiv nicht so aus. Wenn man aber mal oben ist, merkt man gleich, dass der Grat selber nicht so schwer ist, wie er von unten ausschaut. Es gibt wirklich viele lange Gehstrecken in dem Grat. Ich hab's beim Obergehen vom Alalin auch in die Oberschenkel gesperrt. Dann kann man den über
Ja, sicher. Bis nochmal zurück. Ich habe jetzt nicht jede Schlüsseltour bei dieser Tour konkret gefilmt. Was ich mir erinnern kann, ist, dass eigentlich nichts eingebohrt gewesen ist. Allerdings über einem Felsabsatz ist einmal so eine Stange zum Nachsichern für schwächere Bergsteiger vorhanden gewesen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob ihr die Tour machen könnt oder nicht, jetzt die Tour am besten mit einem erfahrenen Bergsteiger oder noch besser mit einem Bergführer. Der zeigt sie euch und dann ist die Tour ein richtiger Genuss für euch. Das ist echt ein schönes Gelände. Jetzt einmal rechts und einmal links vorbei. Löst sich wunderschön auf. Man muss halt aufpassen, weil viel loses Zeug um und umliegt. Jetzt schaut's aber. Die Szene zeigt eigentlich unter anderem genau, warum ich die Videos auch festhalte. Die Videos sind für mich mehr oder weniger auch eine Möglichkeit, dass ich mir an eine Tour gut zurückerinnern kann. In meinem Kopf habe ich mich gar nicht mehr an die Möglichkeit zum Sichern erinnern können, dass irgendwas eingebohrt gewesen wäre. Da seht ihr es jetzt an, ich habe es festgehalten, es gibt sogar eingebohrte Passagen auch. Von oben. Das ist jetzt definitiv ein Zwarendorf. Oder? Das war plus. Herum. 3887 Meter oder so, sagt ja Bergheilfloh. Bergheil. Super. 30 Minuten. Ja. Und da geht's auf den Alphurwe. Sehr geil. Cool. Ja, das Video auf dem Fehkopf endet direkt am Fehkopf. Wir haben einen weitergemacht mit der Überschreitung zum Alphubel. Wer das nicht verpassen will, einfach meinen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Anmerkungen, einfach im Kommentarfeld einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, dass ihr immer dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.